Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Hausbau-Video. Ich habe jetzt schon unglaublich lange kein Hausbau-Video mehr nachkommentiert und ja, ich kann euch nicht mal genau sagen, warum. Ich habe irgendwie entweder keine Zeit gehabt oder keinen Bock und ja, ich weiß, es gibt dafür keine Entschuldigung, aber ja, wer weiß, vielleicht habe ich jetzt öfter Bock bzw. komme jetzt öfter dazu. Ich weiß nicht, welche kriege ich meine Zeit in der Zwischenzeit auch mal eingeteilt. Ja, wir lassen uns mal überraschen. Es hat jetzt auch nicht so wirklich geklappt mit alle zwei Wochen Hausbauvideo und dann irgendwie, obwohl ich glaube, das habe ich schon so aus weißer Voraussicht gleich gar nicht angekündigt, wie mit alle zwei Wochen Hausbauvideo, dann in den anderen Wochen was anderes, aber dann kommt es wieder drin drauf an, was ich sonst so gemacht habe und ja, alles ganz komisch jedenfalls. Ich hoffe, dass es jetzt in den Hausbauvideos wieder öfter was wird. Ich meine, das ist wirklich tragisch, also ich komme gleich zu dem ganzen Grundstück wieder, das läuft uns ja nicht weg. Das wirklich Tragische an der ganzen Sache ist ja eigentlich, dass ich dieses Hausbauvideo genauso wie die nächsten drei eigentlich schon fertig habe. Ich muss sie nur noch nachkommentieren. Das Einzige, was mich davon abhält, ist der Gedanke, dass ich dafür noch Screenshots machen muss. Und die mache ich zurzeit so ungerne. Ja, das ist ein kleines Problem, aber ich konnte mich ja jetzt dazu durchringen. Vielleicht, also wie gesagt, vielleicht habe ich ja in den nächsten Wochen wieder mehr Lust. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Bei mir war es nämlich früher als Kind so, gerade wenn ich irgendwie, ja, so als Kind, man kennt es ja wahrscheinlich, man hat keinen Bock irgendwie zu baden und dann muss man in die Badewanne, dann hat man keine Lust, aber wenn man dann erstmal in der Badewanne sitzt, dann will man nicht mehr raus. Und so ist es jetzt hier irgendwie auch, also ich weiß nicht, ich hatte vorhin irgendwie gar keinen, ich muss wirklich sagen, ich hatte echt keinen Bock hier irgendwie das Video nachzukommentieren, aber ich weiß nicht, dann habe ich so die Screenshots gemacht, konnte mich dazu durchringen. Und habe dann mein Intro gemacht und habe dann hier so alles und dann habe ich irgendwie wieder Lust drauf gekriegt. Also ich habe keine Ahnung, was da zurzeit los ist. Ja, also ich, wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass es in Zukunft ein kleines bisschen besser laufen wird. Ich meine, ihr habt ja auch was davon, also hoffe ich mal. Ja, aber bevor ich jetzt hier euch noch weiter zulabere mit uninteressanten Dingen, kommen wir jetzt hier endlich mal zum Grundstück. Ich denke, ihr könntet bereits erahnen, in welcher Welt ich das ganze Grundstück hier gebaut habe, nämlich in, das muss ich selber nachdenken, in Strangerville. Strangerville kam ja erst, ich glaube, entweder Anfang März, Ende Februar, so ungefähr, kam das Grundstück. Das Grundstück, sage ich schon, meine Güte, kam mir dieses Gameplay-Pack erst raus. Da habe ich mal ein Video dazu gemacht, habe noch hier erzählt, ja, dann kommt auch irgendwann mal ein Grundstück. Ja, irgendwann wurde halt jetzt dann Anfang Mitte Mai, aber gut, besser spät als gar nicht. Ich habe mir hier für dieses Grundstück, ich finde, eine sehr schöne Geschichte überlegt, allerdings bin ich ja auch von meinen Häusern und meinen ganzen Sims und von den Geschichten irgendwie immer der größte Fan. Ich habe mir hier überlegt, das ist, also so müsste der ganze Trailer hier auch heißen, ein ehemaliger Militärtrailer, dass hier vielleicht irgendwie was zusammengeschustert wurde aus, keine Ahnung, aus irgendwelchen Restbeständen, die man von irgendeinem Grundstück mitgenommen hat. Und hier hat vielleicht von einer Person, die hier drauf wohnt, vielleicht der Opa früher oder vielleicht sogar der Papa drauf gewohnt und der war halt beim Militär. Und der hat dann da vielleicht gedacht, dass er irgendwelche Verschwörungen aufgedeckt hat, aber vielleicht war er nur verrückt. Aber die Person, die hier wohnt, die hat ihm halt wirklich geglaubt und ist dann halt jetzt immer noch davon überzeugt, dass sich so die ganze Regierung gegen ihn verschworen hat und ja, vielleicht so ein bisschen paranoid. Ich glaube, von dem Merkmal habe ich euch ja schon erzählt, dass es das jetzt auch gibt in Sims 4. Und da wohnt jetzt auf jeden Fall die Person drin und es sieht von außen ja so relativ, ja, ich will nicht sagen heruntergekommen, also es sieht nicht wirklich heruntergekommen aus, aber vielleicht so, dass man sich nicht so oft darum kümmert, dass man da vielleicht gar nicht mal so viel Wert drauf legt. Aber, ihr habt es ja vorhin schon gesehen, ich habe da mir nämlich nicht die Mühe gemacht, diesen ganzen Keller nochmal zu bauen. Ich musste das Grundstück nämlich zweimal bauen, weil mich beim ersten Mal diese verdammte Keller nämlich wirklich fast zum Verzweifeln gebracht hat, weil ich ihn einfach nicht mehr hingekriegt habe. Jedenfalls, ihr habt schon gesehen, es gibt unten einen Keller. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass da der Opa der frühere Bewohner vielleicht so ein bisschen Experimente unten durchgeführt hat und hat dann irgendwas mitgehen lassen aus dem Gesellschaftslabor, nee, aus dem Dingenslabor, in dem er war. Wie heißt denn, bin ich jetzt doof? Also er hat auf jeden Fall früher in einem Militärlabor gearbeitet, so ungefähr, so könnt ihr euch das vorstellen. Und
ja, hat da irgendwas mitgehen lassen, hat hier unten so seine eigene kleine Basis errichtet. Also wahrscheinlich auch wirklich komplett abgeschirmt von außen. Vielleicht, dass keine fremde Strahlung eindringen kann und dass er nicht Angst haben muss, dass er abgehört wird. Also ja, so ein bisschen verschwörungsmäßig vielleicht. Und ich weiß nicht, ich fand die Geschichte auf jeden Fall echt cool. Und da hat vielleicht der Enkel oder der Sohn das Ganze vielleicht wieder so quasi zum Leben erweckt. Oder halt wieder renoviert und arbeitet und forscht jetzt auch drin. Und kann die ganzen Geheimnisse von Strangerville lösen. Ich habe es tatsächlich immer noch nicht geschafft, die Story von der Stadt zu spielen. Und ich kann euch nicht mal genau sagen, warum. Beziehungsweise ich kann euch eigentlich ganz genau sagen, warum. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich so mit Sims 4 ein bisschen das Problem. Ich weiß nicht, dass mich irgendwie so dieses ganze Spiel nicht packt. Also wenn ich wirklich Lust habe zu spielen, ich weiß nicht. Ich habe so das Gefühl, dass ich da so meine ganzen Geschichten, die ich im Kopf habe, nicht wirklich ausdrücken kann. Also ich weiß nicht, ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich denken, was ist mit ihr falsch. Aber ich weiß nicht, also wenn ich so an Sims 3 denke, kann auch sein, dass ich so von Sims 3 ein bisschen geschädigt bin, weil ich da halt so meine Lieblingsfamilie drin gespielt habe, also in Sims 3. Und dass ich das halt jetzt hier so nicht mehr hinkriege und dass mich deswegen so das ganze Spiel wahrscheinlich einfach nicht so packt. Und das finde ich eigentlich echt schade, weil ich habe mir schon so viele Geschichten auch für meine Sims überlegt, aber sobald ich anfange zu spielen, habe ich irgendwie keine Lust mehr. Und ich weiß, wie gesagt, nicht, woran es liegt. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich bin ich einfach wirklich noch zu sehr geschädigt oder vorbelastet vielleicht eher von Sims 3, dass ich so unbedingt genauso spielen will da, aber es funktioniert halt nicht. Ja, ich weiß nicht, vielleicht muss ich mir mal wirklich so richtig eine packende Geschichte überlegen. Wobei, eigentlich habe ich ja sogar schon eine. Oh Gott, da habe ich auch... Ja, ich werde euch jetzt nicht langweilen mit meinen ganzen Geschichten, die ich mir so für meine Sims überlegt habe. Denn ich merke gerade, dass wir schon gleich bei den Screenshots sind. Und ich habe es irgendwie geschafft, über das ganze Video einfach genauso drüber zu reden. Na gut, das wollte ich ja auch, aber jetzt nicht mit den Dingen, die ich eigentlich sagen wollte. Der ganze Keller hier unten, da kann ich mir auch gut vorstellen, dass der vielleicht so ein bisschen abgeschirmt ist. Wir haben da oben so ein paar Uhren, also das kennt man ja vielleicht aus Filmen. Da zeigt dann irgendwie die eine Uhr zeigt die Uhrzeit aus Sydney und aus Tokio und New York, wahrscheinlich noch Berlin und bei mehr Ländern kann ich es mir gar nicht vorstellen oder beziehungsweise bei mehr Städten. Ja, also ihr seht schon, ich war bei diesem ganzen Grundstück, von dem ihr jetzt auch hier nochmal die Screenshots seht. Ich war relativ detailverliebt, würde ich sagen, aber es ist trotzdem nicht überladen. Es beschreibt, glaube ich, so ziemlich jedes meiner Grundstücke. Und ich weiß nicht, vielleicht erkennt man ja so ein bisschen, dass die Person, die hier lebt, vielleicht so ein bisschen den Blick auf die Realität verloren hat und fest davon überzeugt ist, dass sich die ganze Welt gegen sie verschworen hat und sie will das Naja gut, ich meine, in Strangerville stimmt es ja auch. Die ganze Stadt ist ja wirklich besessen. Aber ich weiß nicht, sie will wahrscheinlich unbedingt das Geheimnis lösen und hat sich deswegen hier in diesem Trailer verschanzt. Ich finde auch gerade so diese Figur an der Wand, die ist eigentlich ein ganz cooles Detail und wir haben hier noch so einen kleinen Vorraum, da kann dann die Person von drin rausschauen und guckt dann, okay, wer steht vor der Tür, will ich den oder diejenige reinlassen? Ja, wir haben natürlich auch ein Badezimmer. Ich weiß gar nicht, warum ich da... Ich glaube, ich habe noch so ein paar Sachen im Nachhinein geändert. Und ich habe irgendwie beim Nachbauen ein paar Objekte benutzt, die ich eigentlich gar nicht benutzen wollte. Naja, ihr könnt das Grundstück auf jeden Fall runterladen. Meine ID ist Simone-Not-Simone. Ich glaube, das Grundstück ist schon seit auf jeden Fall ein paar Wochen online, also... Falls ihr euch noch nicht runtergeladen habt, ja, da könnt ihr es runterladen. Und ich glaube, dass so diese Bereiche wirklich mein Lieblingsbereich ist. Da kann man auf diesen geheimnisvollen Blog runterschauen. Dann hat ihr so ein paar Kameras, die alle möglichen Aktivitäten aufzeichnen. Und auch noch der Blick von unten. Ja, ich finde es schön. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video, was hoffentlich nächste Woche kommt.